Hallo Leute, heute mit einer kleinen Ankündigung, denn ich sitze hier gerade und habe mir gerade eine kleine Ideensammlung gemacht für einen Vortrag, den ich nämlich Anfang Mai halten werde, und zwar zum Thema Digitalisierung. Wie kommt das Ganze und warum ist das für euch interessant? Folgendes. Ich durfte in den letzten Jahren wirklich viele tolle Menschen kennenlernen, so auch Stefan aus Hamburg. Stefan ist etwas älter als ich, um genau zu sein, etwa doppelt so alt wie ich. Und seit über 2,5 Jahren sind wir eigentlich schon in Kontakt und hatten schon öfters mal Dinge geplant und dann doch wieder verworfen. Und dann hat er mich im November letzten Jahres angerufen und hat gemeint, hey, ich muss dir was erzählen, meine Frau hatte da eine super Idee. Und ich so, ja, okay, dann schieß mal los. Und dann meinte er so, ja, du weißt doch, meine Frau ist ja Lehrerin. Ich so, ja, weiß ich. Und ja, die haben da jetzt so eine Themenwoche. Hättest du nicht Lust, da einen Vortrag zu halten? Und dann meinte ich so, ja, okay, und wozu soll ich denn einen Vortrag halten? Und dann meinte er, du bist halt gerade genau in dem Alter zwischen Eltern und Schülern und seit 8 Jahren bist du im Internet voll aktiv, hast es als dein Job gemacht und so weiter. Und dann meinte er so, ja, okay, pass auf, kennst du irgendjemand, der mehr über Digitalisierung weiß als du? Nee. Ja, siehst du, und die Schüler wissen es eben noch nicht. Die werden in ein paar Jahren dann da auf den Arbeitsmarkt geschmissen und haben eigentlich keinen Plan darüber, dass sich das eigentlich gerade komplett wandelt und das, was sie wahrscheinlich gerade lernen, absolut nicht mehr gebraucht wird. Wenn ihnen das aber jemand mit 40 oder älter erzählt, so wie ich oder meine Frau, dann glauben die uns das nicht. Weil Jugendliche wissen ja alles besser und wollen sich's nicht sagen lassen. Ja, das ist korrekt. Ja, siehst du, und genau da kommst du ins Spiel, weil du weißt nämlich genau, wovon du redest. Ja, weil sonst würde ich auch nicht drüber reden. Ich weiß, viele Leute machen das anders, aber... Ja, siehst du, also setz dich mal mit meiner Frau in Verbindung und dann besprecht ihr das. Ja, so weit, so gut. Und dann habe ich eben mit seiner Frau gesprochen, der Katja, und dann hat sie mir eben erzählt, was sie sich vorstellt und was sie eben als Lehrerin als Problem sieht an der Schule, dass eben die Schüler nur noch am Handy hängen. Und ich weiß, viele von euch, die gerade zusehen, auf die trifft das vollkommen zu. Wo ich auch schon wirklich mittlerweile selbst mit 24 total kritisch dahinter stehe. Wir, also meine Generation, wir waren so ungefähr wirklich die Ersten, die soziale Medien genau dann in die Finger gesteckt bekommen haben, als sie so Jugendliche wurden. Als ich so 12, 13 war, da kam auf einmal gerade Schüler auf VZ. Und es ging keine 2 Jahre mehr ab dem Zeitpunkt, da hatte sich in Deutschland Facebook komplett etabliert. Wir hatten zwar noch keine Smartphones mit 9, so wie das heute normal ist, und tatsächlich lief bei uns noch einiges ein bisschen anders ab. Aber dennoch, wie ihr gesehen habt, sind wir mit Digitalisierung komplett aufgewachsen. Seit 2010 mache ich YouTube-Videos. 2012 habe ich mich selbstständig gemacht. Ich glaube, es gab damals außer mir echt nicht viele, die auf den normalen Bildungsweg verzichtet haben und sich stattdessen nach dem Abi direkt im Internet selbstständig gemacht haben. Fakt ist, das Internet war mein Leben für viele Jahre und es wurde dann für mich irgendwann Zeit, das wieder abzuschaffen, als ich gemerkt habe, dass es nicht gut ist. Und daher weiß ich tatsächlich ziemlich genau, wie verführerisch die Sache ist. Gerade dann, wenn man sich eben tatsächlich nicht sozial komplett etabliert fühlt. Das Internet, soziale Medien, Spiele, alles. Es ist so einfach, sich dadurch aus dem Leben zu flüchten. Und das trifft nicht nur junge Leute. Das trifft auch noch viele Erwachsene. Und als ich dann quasi gefragt wurde, ob ich bereit dazu wäre, als Schlüsselfigur in dieser Rolle, der eben genau mittlerweile beide Seiten kennt, ob ich da nicht bereit dazu wäre, einen Vortrag zu genau dem Thema zu halten, da konnte ich natürlich nur ja sagen. Aber natürlich, ich meine, ich habe eine Stunde Zeit, habe ich es nicht nur dabei belassen, weil wir alle kennen aus der Schule noch diese Pflichtveranstaltung, wo alle in die Mensa kommen mussten am Mittag, wo keiner drauf Bock hatte und dann stand da oben jemand, der über irgendwas geredet hat, was mich null interessiert hat. Und aus diesem Grund möchte ich nicht nur erzählen, sondern tatsächlich auch ein bisschen warnen vor nämlich genau dem, wo wir gerade mittendrin stecken, als Gesellschaft, weltweit, was viele nicht mal wissen oder bemerken, dass es passiert, weil einen auch keiner darauf hinweist. Nämlich die Digitalisierung. Und damit ist nicht nur das Nutzverhalten sozialer Medien gemeint, sondern ein kompletter Umschwung am Arbeitsmarkt. Die Digitalisierung hat nämlich von Ökonomen noch einen ganz anderen Namen bekommen, der stark verdeutlicht, was gemeint ist. Die 4. industrielle Revolution. Und damit ist nicht weniger gemeint, als dass viele, viele, viele bisher sehr etablierte Jobs wegbrechen werden, weil sie industrialisiert werden, weil sie automatisiert werden. Nämlich künstliche Intelligenz. Und nur Gott weiß, welche Jobs davon nicht betroffen sein werden. Weil bisher konnte man wirklich immer sagen, okay, dieses Instrument kann das. Bei künstlichen Intelligenzen ist das nicht mehr so einfach. Eine gut gemachte künstliche Intelligenz könnte zum Beispiel in einer Großbäckerei alle Mitarbeiter ersetzen. Viele Großbetriebe könnten in 10 bis 15 Jahren komplett automatisiert und digitalisiert ablaufen. Weil wir hier nämlich nicht nur von stumpfen Robotern reden, sondern von sich selbst beibringenden Maschinen. Es gibt mittlerweile gute Ansätze von künstlichen Intelligenzen, die Songs komponiert haben. Und die klingen echt nicht schlecht. Ein Gesellschaftswissenschaftler, ich habe leider den Namen vergessen, hat schon vor 5 Jahren gesagt, und damals wollte ich es nicht glauben, er sagte, die nächste Generation an Kindern wird zu 50 bis 70%
nicht mehr in Jobs arbeiten, die noch heute ganz normal sind, weil es sie nicht mehr geben wird. Natürlich wird es auch viele neue Jobs geben, aber dieses ganze Ding ist einfach etwas, was unser Bildungssystem noch überhaupt nicht abdeckt. Und ich möchte jetzt hier keine Vorwürfe machen, ich möchte einfach nur sagen, dass es so ist. Unser Bildungssystem ist leider wirklich noch ein Relikt aus der ersten industriellen Revolution, als man nämlich dafür gesorgt hat, dass viele Leute möglichst schnell über Maschinen und sowas Bescheid wussten, damit sie bedienen können. Deswegen werden Kinder und Jugendliche auch heute noch in der Schule recht maschinell abgefertigt. Und wir alle wissen das, weil wir alle sind da durch. Und Deutschland steht heute, knapp etwa 70 Jahre nach Kriegsende, nur wieder ganz oben mit an der Spitze, weil wir nämlich ein Gut haben, was viele andere Länder ein bisschen verpennt haben. Wissen, Information und auch Kreativität. Aber unsere gesamte Ökonomie ist darauf ausgerichtet, Dinge zu nehmen, die es überall gibt, sie hierher zu holen und was Cooles draus zu bauen und es dann wieder zu verkaufen. Und die Ressource, die das kann, ist Wissen. Und wenn ich dabei helfen kann, dass auch nur ein paar Jugendliche und junge Menschen darüber besser Bescheid wissen, was in Zukunft erwartet, dann will ich das gerne tun. Und dann saß ich da und fange vor ein paar Tagen an, diesen Vortrag zu schreiben und dann kommt mir eine Idee und ich denke mir, hey, warum eigentlich nur diese Schule? Und aus diesem Grund mache ich dieses Video heute, weil ich euch das Angebot machen will, dass ich nicht nur nach Hamburg an diese Schule gehe, sondern gerne auch noch an ganz viele andere. Falls ihr Schüler seid, dann schreibt mich bitte nicht persönlich an, sondern leitet das an eure Lehrer weiter, wenn ihr daran Interesse hättet, theoretisch. Das ist nicht euer Job, sondern es ist der Job der Lehrer, sich um sowas zu kümmern. Meine E-Mail-Adresse für all solche Dinge ist clementsalive@gmail.com. Wie immer, seit Jahren. Und ich würde mich tatsächlich extrem drüber freuen, weil, wie ich schon gesagt habe, es ist meiner Meinung nach die Verantwortung eines Menschen, möglichst viel auch für andere zu machen, solange er sich selbst dabei nicht kaputt macht. Und es wäre mir wirklich tatsächlich eine große Freude, an vielen Schulen sprechen zu dürfen. Das gleiche Angebot mache ich natürlich auch Unternehmen, gerade was dieses Thema angeht mit Arbeitsmarkt. Und natürlich würde ich für Unternehmen den Vortrag anpassen. Das müssten wir dann aber nochmal besprechen. Ich glaube, man nennt das Speaker. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich nicht gedacht, dass meine Einser in Referaten aus Schulzeiten mir nochmal irgendwann was bringen würden. Aber wie ihr gesehen habt, ist Reden schon seit ungefähr 6 Jahren mein Job. Also... ich glaube, ich kann mir das zumuten. Also dieses Angebot wollte ich euch einfach machen. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und wenn es nicht euch betrifft, dann kennt ihr vielleicht jemanden, für den das interessant wäre. Also vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Und ich würde mich wirklich freuen. Wenn nicht, dann hat auch keiner was verloren. Und das wäre auch nicht schlimm. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.